Herzlich willkommen, du Freund des Horrors. Ja, es krickelt hier und krackelt hier ein bisschen, aber jetzt geht's, oder? Müssen hier kurz alle Frames geladen werden. Wir haben jetzt die bessere Pistole. Yeah, Mann. Wir starten. Ins Horrorhaus, in diesem komischen Gatterhäuschen, ne? Da müssen wir jetzt auch noch hin. Was hier? Hier können wir nicht lang. Na, Bock habe ich ja nicht, aber gut. Auf geht's. Holen wir uns die Mutti. Was ruckelt denn das jetzt hier? Also ich sag mal ehrlich, das muss jetzt nicht sein mit diesem Geruckel hier. Gut. Mal hier rein. Hohoho. Hohoho. Hoho, komm her. Schieß mal lieber nicht die Schnetzel mir. Sehen wir so einen Wackelkopf? Nee, ne? Wie so ein komisches Nest. War das hier? Sie ist oben, geh. Ah! Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich hier irgendwie lang. Wahrscheinlich so durchrennen, ne? Bevor die kommt. Ah, das macht auch keinen Sinn, ne? Ah. Sieht wie ein Plan für eine Art Flammenwerfer aus. Ah, okay. Können wir hier lang? Hier runter können wir nicht. Können wir hier lang? Nein. Gehen wir mal hier irgendwie lang. Ja, leckt mich. Okay. Können wir hier rein? Ah, Karte des alten Hauses, Map. Okay, und hier kam er, okay. Esszimmer. The Gallery. Hier ist nichts. Da können wir irgendwie hin. Ah, da ist auch nichts. Okay. Pistolenmuni, flüssige Chemikalie. Brennergriff. Oh, nice. Sehr schön, Safe Room. Was haben wir hier? Sie können jetzt mehr Objekte tragen. Ach, geil. Sehr schön, direkt mal speichern. Nice, 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 nice. Wir können mehr Geräte mitnehmen. Was ist das? Pillen. Na, Pillen, die sich auf den Nerven auswirken, müssen zur Anwendung zu Arzneien verabreicht werden. Okay. Was soll ich damit? Brennergriff haben wir. Ist hier noch irgendwo was? So, dann speichern wir hier nochmal drauf, komm. Direkt nochmal drauf. Ich hoffe immer noch, dass wir irgendwie noch eine Münze oder sowas kriegen. Wie gesagt, 5 hatten wir.
haben wir auch gut eingesetzt. Das wäre halt schon geil, ne? Wenn wir jetzt den Flammenwerfer weiter, dann könnten wir ja hundertprozentig diese Insekten killen. Gut. Sehr gut. Brennstoff haben wir hier. Ein entflammbarer heftig brennt, wenn er entzündet wird. Kann alleine nicht verwendet werden. Okay. Die hocken da an dem komischen Spind. Da haben wir nur eine Dose. Ist halt die Frage, ob die hier rüberkommen, ne? Hat halt schon so den Anschein, ne, dass die rüberkommen, aber dann doch nicht. Ich meine, ich brauch sie nicht. Gut. Ja, komm, wir sparen uns noch ein bisschen die Muni. Nice, ein Dietrich. Den heben wir uns aber erstmal auf. Psychotonikum. Arzneimittel, das kurzfristig die Sinne schärft. Okay. Sehr gut, grünes Kraut. Brennerdüse, ah! Ja, komm, dann machen wir kombinieren. Machen wir uns hier. Nice, dann könnten wir doch das. Ja. Kombinieren mit. Ah, nice. Geil, schönes Ding, schön! Ah, freue ich mich. Geil, jetzt können wir die Arschkrampen hier ein bisschen wegpusten. Hallo. Ah, sehr schön, geiles Ding. So, Mama ist halt immer so kaputt, oder? So, brauchen wir noch eine Kurbel, die haben wir natürlich nicht. Können wir dann kombinieren? Hier, Brennkraft. Okay, mit einer flüssigen Chemikalie. Sehr gut. So, da holen wir uns hier direkt kombinieren. Nochmal eine Brennerpackung. Da hätte ich auch gesagt, wir bringen das mal schnell weg. Jo.
Ekelhaft hier mit euch. Nee, komm, dann speichern wir erstmal schnell, nicht, dass sie uns jetzt killen. Nehmen wir so ein bisschen Brennerkartuschenkram. Aber da haben wir sonst nichts mehr, ne? So. Das können wir eigentlich... Können wir das ja kaputt machen, oder? Okay, ja, komm. Jo, haben wir es halt mal genommen. Sehen wir halt mal die paar Sachen, aber ja, egal. Da haben wir noch Munition ansonsten. Oh. Die hatten wir ja auch noch. Ah, das ist so Brennerding. Ja, das ist... Ich dachte, das ist eine alte Flasche. War doch gar nicht verkehrt, da mal reinzugucken, ne? Aha, Schießpulver. Ich geh kaputt. Na, ja, mach mal das auf. Komm. Sehr gut, kommt. Festbrennstoff. Da hatten wir ja was. Flüssige Chemikalie. Ja, ich warte erstmal. Der Flammenwerfer ist nicht schlecht. Oh. Okay, da gehen wir gleich mal rein. Ah, von hier kamen wir ja rein, ne? Hier. Gut, dann. Weiß ja, wo es hingeht. So, schön durchladen. Antike Münze. Wie viel Platz? Oh, wir haben halt echt nichts mehr, ne, an Platz. Ja, komm, dann nehmen wir uns mal wenigstens ein bisschen Muni wieder mit. Ethan? Nein, geh weg! Ethan! Erzähl kein Mist mehr, Mia. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg. Daddy, stimmt's? Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Steh da nicht nur so rum. Tu etwas! Hilfe! Oh. Verdammt.
Vor allem, er so einfach total emotionslos, verdammt. So, verdammt. Nicht irgendwie, oh, meine Frau oder so. Nein, einfach nur, verdammt. Ach, verdammt, was eine Scheiße hier. Gut, da haben wir alles. Dann. So einen kleinen Wackelkopf-Kandidaten. Wow. Verdammt! Nein! Hey, bleib ruhig. Ja, ja. Alter, was ist die allzu aggro, ne? Gut, ich meine, ja. Verständlich, ne? Aber, Alter. So, und eine flüssige Chemikalie. Was ist mit der los, ey? So, machen wir mal dieses Rätsel. Gedreht so. Ah, bevor die Mutti jetzt kommt, ne, die geht mir auf den Keks. Mist, 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 Mist! Scheiße! Hier sieht man es halt auch an dem Holz echt gut mit der 4K, ne? Hier mit den Holzdetails, ne? Details. Ja, vor allem super, wir sind ja schon wieder fast voll. Hier brauchen wir auch noch eine Kurbel. Das war doch da, wo wir Mia, ne, im Video gesehen haben. Lass mal hier hoch kurz gucken, was ist ein Rahmenschlüssel. Zoe, du hast schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Selbst nach dem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen? Und was planst du mit einem Altar anzustellen? Du lässt besser deine dreckigen Finger davon. Niemand berührt meinen heiligen Altar. Denkst du, dein Vater und ich sind Dummköpfe? Du armseliges, verwöhntes Kind. Ich wünschte, du wärst nie geboren worden. Unausstehlich, armselig, aber immer so herabschauend auf uns und versuchst dich zu Hause zu verlassen. Nach allem, was wir für dich getan haben. Armselig, armselig, selig, armselig, wenn du mein Altar auch nur anfasst, schneide ich dir die Brust ab und serviere sie als Steak.
Okay, ist das großgeschriebene? Nest. Okay, vielleicht irgendein Tipp. Ja, okay, wir brauchen auf jeden Fall den Schlüssel. Wir müssen aber jetzt erstmal hier runter, ne? Hüppen wir mal hier runter. Hier hat uns doch die Mutti, ne? Oh, Wackelkopf. Wackelkopf-Action. Ah, hier ist die Kurbel. Nicht genügend Platz, das war jetzt immer wieder richtig typisch, ey. Wir können uns halt noch. Ja, komm. Sehr nice. Passiert da noch irgendwas, oder? Ah. Hallo, mein Bruder. Ist es jetzt? Ah, okay, ich weiß, wo wir sind. Sehr schön. Einfach nur, ich wollte es einfach kaputt machen, weil wir es können. Einfach nur, um sicher zu gehen. Dass uns da einfach nichts mehr passiert, ne? Oh. Maul. Ich will da hinten wieder speichern, genau. Ja. Komm, Mutti. Ruhig bleiben, Mutti. Komm, das packen wir mal weg. Den Skorpionschlüssel brauchen wir auch gerade noch nicht. Und wenn, holen wir uns einfach aus der Tasche. Und hier die Nuggets, sag ich mal, brauchen wir auch nicht. So, wir laden jetzt hier erstmal nach. Ich würde gerne jetzt übers Water gehen da hinten. Komm, geh nach rechts, Mutti. Komm, wir speichern nochmal, sonst müssen wir die jedes Mal killen. Ich würde nämlich gerne da hinten durch die Tür gehen und die Kurbel verwenden. Es sollte uns doch nichts passieren, oder, mit der Mutti? Sollte man doch komplett safe sein, oder? Komm. Komm, meine Babys, nicht so nah, du Schwanzlutscher! Ey! Nicht so beleidigend, Madame. Ey. Den ist einfach Schwanzlutscher genannt, ne? Beide auf einmal.
Erste Hilfearznei, perfekt. Ah, der Krähenschlüssel. Brennstoff, antike Münze. Da haben wir hier doch alles. Hat sich doch mehr als rentiert für uns hier ranzugehen. Noch was? Nein. Ich würde halt echt gerne jetzt... Gut, komm. Jo, Mutti. Wir holen uns den Krähenschlüssel. Oh mein Gott. Warum habe ich das vorher nicht gesehen hier? Die läuft immer nur da und dann gehen wir hier gemütlich. Geht's nicht? Okay, schade. Speichern wir nochmal. Oh, wir haben richtig viel Brennstoff, ne? So, die antike Münze kann weg. Erst. Okay, da haben wir genügend von. Komm, dann nehmen wir mal einen, damit wir wieder voll sind. So, da haben wir das, das. Da brauchen wir die Kurbel jetzt nochmal. Ah, komm, ich nehme sie mal mit. Bis zum nächsten Punkt. Nehmen wir sie mal mit. Ich bin mir nicht sicher, ob wir sie noch brauchen. Ah, ich weiß es nicht. Den alten hauen wir eh einfach einen Latz. Zwei Münzen haben wir schon. Wieder. Das heißt, wir brauchen sieben Münzen. Ich glaube, ja, sieben Münzen für die Pistole, für die noch bessere. Oder halt drei für nochmal ein Health-Up. Ah, das wäre auch geil, ne? So, ein Health-Up. Wäre auch nicht verkehrt. So. Boah! Oh. Oh. Komm direkt. Was hast du davon? Nicht das Schätzchen. Komm direkt auf die alte drauf. Hallo. Ja, schön, dass er nicht läuft. Oh, zwar, boah, ich wusste doch noch, dass das kommt. Ich weiß gar nicht, warum ich hier reagiert habe. Oh, und warum man sich trotzdem erschrickt, weil man halt irgendwie so in der Story drin ist, ne? Es hat echt brutal in der Story drin, ne?
was zum... Boah. Betreffend des Serie-Serums. Die folgenden Objekte in der Lage, Serum-Synthetis. D-Serie-Gehirnnerv, 2D-Serie-Periphernerv. Ich glaube, das ist es. Ich komme. Und? Hast du ein Serum gefunden? Musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay. Schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Alles klar, machen wir. Schätzchen, machen wir. Elfter Oktober. Hab den ganzen Tag Ohrensausen und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. Zoe hat schon recht. Irgendetwas stimmt mit dem Kind nicht und mit der Frau, die es mitgebracht hat. 15. Oktober. Ich sehe und höre Dinge. Mir ist ständig schlecht. Bin zum Arzt in der Stadt gegangen und er hat mich geröntgt. Was passiert mit mir? 23. Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Oktober. Hab das Geschenk in den Geheimraum hinten im ersten Stock gelegt. Dort wird es niemand finden. Jener Arm ist Zeichen des Kindes. Vertraut, jener Arm wird uns zum Glückseligkeit führen. Und jeder, der es mit Glückseligkeit untergräbt, dem werde ich kein Weiterleben gestatten. Okay, im Versteck. Im irgendeinem Versteck. Waren das schon wieder so Kackfliegen, oder? Ich wollte doch jetzt mal schauen. Okay. Da können wir was ranhängen. Alles klar. Ich wollte jetzt aber was anderes noch schauen, ne? Jetzt bevor wir hier... Ich will auf jeden Fall nochmal zurückspeichern. Weil wir haben immer nur einen Speicherpunkt, ne? Mutti? Hallo? Alles gut bei dir? Boah! Hey, hier geblieben, Mutti! Was zum Teufel? Das ist neu! Mutti! Wo kommen wir hier raus? Wo sind wir? Ah, ich weiß, wo wir sind. Ja, beim Wohnwagen. Okay, wir laufen einmal wieder außen rum. Oder wir können auch hier speichern, ne? Stimmt, nur dass man doch nicht einmal außen rum. Da speichere ich mal kurz hier. Obwohl, könnten wir? Ja, dann machen wir das direkt. Komm. Come on. Licht lang schnacken. Dann holen wir uns nämlich mehr Leben. Können wir, glaube ich, auch noch gegen die nächsten Bosse dann gebrauchen. Und dann brauchen wir 9.
Maximale Gesundheit erhöht. Sehr schön. Dann wäre das weg. Dietrich haben wir noch einen. Haben wir hier sonst was? Nein, ne? Okay, wir haben noch Brennstoff. 4 Stück. Flüssige Chemikalien haben wir gar keine mehr. Mangelware gerade. Dann hätte ich gesagt, speichern wir hier kurz und dann mache ich jetzt doch noch in der Folge kurz. Was öffnen wir? Wir haben ja wieder einen Dietrich. Komm, wir gehen mal runter. Was könnten wir am besten öffnen? Was geht? Was geht da? Wir hatten hier so ein paar Sachen, ne? Wir hatten doch hier... Ja, komm, wir öffnen die Schublade. Naja, perfekt. Könnten wir, glaube ich, gut gebrauchen. Das war's, glaube ich, ne? Mehr konnten wir nicht öffnen. Mehr habe ich auch mit Dietrich nicht gefunden. Gut, dann sind wir hier für die Folge am Ende und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.